Bevor wir uns jetzt allerdings hier weiter reinwagen, sollten wir erstmal die Kristallkugeln an Gwendolyn weiterreichen. Dann sollten wir unsere Gullmondblätter essen. So, jeder schön eins. Dann gucken wir gleich noch, ob alle schön ihren Durst gestillt haben und nicht hungrig sind. Ob irgendjemand erkrankt ist, all solche Sachen. Sieht aber soweit alles gut aus. Wir wollen möglichst gut vorbereitet sein. Die Orks hier scheinen ja etwas stärker zu sein als ihre anderen Kameraden. Und wenn er schon ein Spähtrupp ist, werden die bestimmt auch gut ausgerüstet sein. Bisher nur ein Raum. Gwendolyn sollte auch nach vorne. Mehr Orks. Kannst du von da aus schon jemanden treffen? Ja, kannst du. Du kannst von da nicht zaubern, aber von hier. Dann werf doch einmal einen Fulmen. Auf den. 16 Trefferpunkte hat gereicht. Ah, okay. Der ist wohl doch nicht so zäh. Du stehst da sehr doof. Beziehungsweise Gwendolyn steht da doof. Dahin dem in die Seite schießen. Trick. Haut dem in die Seite. Du wieder auf den. Du läufst mal dem da hinten entgegen. Und trotz Gullmondblatt nur 5 Bewegungspunkte. Da sollten wir uns gleich mal das Inventar angucken. Du gehst mal weiter weg vom Eingang. Du schießt dem in die Seite. Du auf den. Deine Waffe, die so beachtlich gut gegen Orks sein soll und das überhaupt nicht ist. Aber sie hat wohl eher symbolischen Wert. Deswegen sind wir auch überhaupt erst hier. Dass die orkischen Schamanen erkennen, was das für eine Waffe ist und wer die einmal getragen hat. Und wenn wir dann noch ihren Anführer töten, dann zerstreuen die sich hoffentlich. Hoffentlich, sonst haben wir eine Horde von Tausenden von Orks auf der Backe. Abwarten. Draufschießen. Na, definitiv sehr. Nicht sehr viel, aber doch schon merklich. Abwarten. Alte Optionen. Ja, nur noch 2. Ja, ich wollte gerade sagen, nur noch einer, aber nicht wirklich. Oh, 18 Trefferpunkte. Ich nehme alles zurück, was ich über Grimring gesagt habe. Nur Gerogons Schwertarm lässt wohl noch zu wünschen übrig. So, du stellst dich da genau in den Weg. Oh, der flieht. Der versucht zu fliehen hinterher da. Stech ihm in den Rücken. Klappt nicht, schade. Na gut, dann schieß ihm in die Seite. Klappt nicht. Mist. Okay, kommst du da noch hin? Nee, das wird nicht klappen. Der flieht jetzt in die Höhle und alarmiert seine Kollegen. Ah. Schild, Streitkolben, Eisenhelm. Den gucke ich mir mal an. Streitkolben benutzen wir eh nicht, also habe ich da nicht wirklich dran Interesse, einen anzugucken, selbst wenn er magisch wäre. Schild. Ah, momentan hat Gerogon nur so ein einfaches Schild. Gucken wir das Schild uns auch mal an. So, was haben wir da? Wir haben einen Eisenhelm. Der kann zu Talana. Ne, Zaubersprechen. Talana. Hellsicht. Odem Arcanum auf. Eisenhelm. Eisenhelm ist nicht magisch. Hat irgendjemand einen Eisenhelm verloren? Nein. Also kann der weg. Und ein Schild haben wir noch gefunden, aber das ist anscheinend auch ein ganz normales Schild. Sicher, sicher, gucken wir auch nochmal, ob der magisch ist. Goldener Schild? Nein, Schild. Nicht magisch. Gegenstand wegwerfen, jo. So, Astralenergie geht langsam runter, aber ist noch vertretbar.
gucken wir erstmal, was hier so ist. Über einer Feuerstelle hängt ein Kessel mit undefinierbarem Inhalt. Wollt ihr den Orkenfraß probieren? Nein. Wenn ihr da schon Orkenfraß nennt, dann muss das nicht unbedingt sein. Einige schmutzige Decken und angesammeltes Stroh bilden hier ein primitives Schlaflager. Wollt ihr das Lager durchsuchen? Ja, doch, vielleicht finden wir da irgendwelche Hinweise. Irgendwelche Zettel von einem Ork-Hauptmann oder dergleichen. Wir finden aber nur einen Dolch. Okay. Wahrscheinlich nur ein stinknormaler rostiger Dolch, aber ich will kein Risiko eingehen. Dolch. Dolch ist nicht magisch. Okay. Legen wir den Dolch mal zurück. Oder schmeißen ihn in eine Ecke, je nachdem. Noch ein Schlaflager. Schnapsflasche. Nichts zu finden. Nichts zu finden. Nichts zu finden. Okay. Die Schnapsflasche geben wir doch mal Tirik. Der hat schon lange keinen guten Schluck mehr gehabt. Auch wenn es wahrscheinlich keinen wirklich... Nein, nicht wegwerfen. Köstlich erfrischend. Ups. So, klick. Mehr Orks. Ja, geh mal dahin. Du, wir haben vergessen, sein Inventar zu gucken. Die Elfen können gleich mal versuchen, ihren Elfentanz aufzuführen. Du gehst mal weg vom Eingang. So, du stellst dich dahin. Du stellst dich dahin. Kommst du jetzt einmal rum? Ja, sehr schön. Ja, doch, definitiv zäher. Der hat jetzt schon 14 oder 15 Trefferpunkte eingesteckt. Und wir können jetzt nicht vor die andere Elfe laufen, weil wir so nah dran nicht schießen können. Also hilf mal, Georgon. So, du gehst mal da hinten rum. Du gehst mal dahin. 16 Trefferpunkte. Ja, doch, man muss nur meckern, dann ist das Schwert auch echt gut. Vorher war es ja irgendwie immer daneben, daneben, 10 Trefferpunkte, daneben, daneben, daneben. Aber so langsam mausert sich das. Wahrscheinlich liegt es einfach nur daran, dass es neue Klinge war. Sowas muss man ja auch erstmal eine Weile in der Hand haben, um ein Gefühl dafür zu bekommen. So, 3 Schwerter, nein danke, 6 Abenteuerpunkte. Eine Nische. In der Ecke vor euch liegen Dutzende von Balen ölgetränkten Hanfseils. Wollt ihr eine Fackel an diesen orkischen Brandgeschosse halten? Ja, damit sie sie nicht mehr benutzen können. In einer Stichflamme vergehen die Geschosse. Dichter Rauch steigt auf und nimmt durch die Luft. Oh, und Orks greifen uns gleich an. Ah, wir haben schon mal militärisches Gerät vernichtet. Und das ist gut so. Du gehst mal weg. Auf so engem Raum wird das schwierig werden. Wo gehen wir da hin? Aber dann können wir gleich einfach den Computerkampf starten. Sobald Talana dann nicht irgendwie rausflitzen kann. So, du geh mal da hin und schieß den an. Georgon stellt sich da in den Weg. Ja, nee, Talana würde sich jetzt direkt vor Yallen stellen. Na gut, lassen einfach so weiter. Kämpfen. Du hau mal den Angeschlagenen. Sehr gut. Du hau den ebenfalls schon mal Angeschossenen. Nochmal Angeschossenen. ja. Du hilfst da mal ein wenig mit. Nächste Runde. Du solltest nicht so im Weg stehen. Geh mal dahinter. 16 Trefferpunkte. Ordentlich, ordentlich. Du, hau mal auf den anderen. Der hat noch 18 Trefferpunkte. Schön, schön. So, jetzt müsste Yallen nicht mehr rankommen können. Geh mal da hinten hin.
ein. So, du haust den. Du wartest ab. Du schießt den, an der auch umfallen müsste. Tut aber nicht. Jetzt vielleicht? Jetzt vielleicht? Ja, na also. 4 Schwerter. Nein, danke. Und nochmal 6 Abenteuerpunkte. Sonst war hier nichts. Schade. Also bisher sind hier einfach nur jede Menge Orks und jede Menge Kriegsgerät. Vor euch liegt ein Haufen behauenes Holz, einige tausend Eisenteile, offensichtlich Baumaterial für ein Katapult. Wollt ihr das orkische Geschütz vernichten? Ja. Unter euren wuchtigen Schlägen zerbirst das Holz. Die Trümmer sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Gut, gut. Aber was die so weit inland treiben, ist schon kurios. Und vor allem hinter der Fexenstadt. Na gut. Oh, mehr Orks. Orks, Orks, Orks. Okay. Dahin auf den schießen. Du fängst mal den da ab. Oh, ja, dann trifft ein Ork mit dem Bogen. Auch nicht schlecht. Also im Nahkampf. Du wartest ab. Du hilfst da hinten mal aus. Und Terry kümmert sich um die beiden hier. Das ist eine gerechte Verteilung. 2 Elfen, 3 Menschen gegen 2 Orks. 1 Zwerg gegen 2 Orks. Den da hinten. Aber wahrscheinlich sind die 5 zuerst mit ihren 2 fertig als direkt mit seinen. Ja, doch, geringfügig. Du lauf schon mal in die richtige Richtung. Du steh weiter in der Ecke. Du kannst von hier aus schon schießen. Du kannst von da aus natürlich hauen. Und du läufst da so hin. Du da hinten. Noch ein. Komm schon, guter Treffer. Yo, 4 Schwerter. Nein, danke. Unmengen von Orks. So viel zu einem kleinen Spähtrupp. Oh, hier haben wir Verzweigungen. Einige schmutzige Decken und angesammelte Stroh bildet hier ein primitives Schlaflager. Das durchsuchen wir. Ja, gibt nichts zu finden. Wir sollten auch zwischendurch mal gucken, ob sie sich mit irgendwas ansteckt bei den ganzen... Charisma 2 von 14. Ja, es ist wohl ziemlich eklig, was sie da macht. Ein Dolch. Eine Schnapsflasche. Ja, Schätze wird man einem Ork... Lager wohl kaum finden. Mir geht es aber primär darum, ob wir irgendwelche Hinweise darauf finden, wo die eigentliche Armee ist. Also, den Dolch schmeiß ich einfach mal weg. Ich gehe davon aus, dass er nicht mehr magisch ist. So. Wir haben eine Tür und den Gang. Gehen wir erstmal den Gang zu Ende. Ein Ork. Na gut, dann komm mal her. Oder wir kommen her. Genau, bleibt mal da. Gerogon läuft auch schon mal in die richtige Richtung. Du stellst dich Tirik in den Weg. Du wartest einfach ab. Du gehst mal ein wenig von dem Eingang weg. Du gehst dahin. Du gehst dahinter. So. Abwarten, hierhin laufen, auch wenn er nicht wirklich mehr rankommt, weil sich Gerogon gleich in den Weg stellen wird. Aber ja, oh doch, er ist schneller als Gerogon. Edge, Badge. So, du schießt wieder. Und ein Schwert. Nein, danke. So, da hinten haben wir noch eine Tür.
wir sollten mal wieder abspeichern. Spielstand, speichern. Hier LP 90. Und wir sehen uns gleich wieder.